dance. If you want it all, you know that I'm the man that you should call. Girl, when you're with me, I'll give you a taste. Make it like your birthday every day. I know you like it sweet, so you can have your cake. Give you something good to celebrate. So make a wish. I'll make it like your birthday every day. Ah, hallo! Heute gibt es ein neues Mega Follow Me Around. Das haben sich so viele gewünscht. Und da mein letztes Mega Follow Me Around, glaube ich, das in Singapur und Japan war, dachte ich, mache ich mal wieder so ein ganz normales, was ich so im Alltag mache, weil ich glaube, das interessiert sehr viele. Auch wenn ich nicht weiß, ob das so spannend wird. Aber ja, ich dachte, ich mache das einfach mal. Und meine ersten zwei haben euch ja auch sehr gut gefallen. Alle Mega Follow Me Arounds, die ich bis jetzt gemacht habe, verlinke ich natürlich nochmal in der Infobox. Und was es ist, also falls ihr nicht wisst, was das ist, ich habe das mal irgendwann mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so, habe ich mir das mal ausgedacht und habe gedacht, hey, warum nehme ich meine Zuschauer nicht einfach mal so ein paar Tage, eine Woche lang oder so bei meinem Alltag mit und zeige ihnen so, was ich mache. Und das ist sehr gut angekommen und seitdem werde ich halt bis jetzt immer noch gefragt, ob ich das mal wieder machen kann. Und ja, jetzt habe ich gedacht, hast du eine neue Kamera? Also ich habe jetzt so eine neue Vlogging-Kamera von Canon, das ist die S120. Lecker, schmecker. So, ich bin jetzt bei meinem Stiefvater. Aber falls ihr euch jetzt so denkt, oh mein Gott, ich bin so aus der Brüste. Nein, nicht falls ihr euch das denkt, sondern falls ihr euch denkt, hey, was labert die? Dann schaut einfach mal mein letztes FAQ, weil da erzähle ich so ein bisschen mehr darüber, warum ich jetzt in einer anderen Wohnung bin. Und hier sind so, er meinte, da sind Wildbienen, haben sich da eingenistet. Es ist gar nicht so warm, wie ich dachte. Es ist ein bisschen kälter. Ich glaube, ich nehme mir nachher noch eine Jacke mit. Und ich bin aus der Puste, weil er von dem vierten Stock. Auf jeden Fall hat er mir was ausgedruckt, was ich jetzt kurz abholen wollte. Ja, und das muss ich noch auf mein Paket kleben, was ich zurückgebe. Weil ich habe was bestellt, was mir nicht so gut gefallen hat. Deswegen wollte ich noch irgendwas erzählen. So, falls euch mein Outfit interessiert, eigentlich ganz simpel. Ich habe dieses H&M-Oberteil an mit dem Blumen drauf. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich habe es, glaube ich, neulich nochmal gesehen. Und dann einfach so eine richtig so eine Stretchhose. Seht ihr das da? Stretch? Von Mango. Die ist auch richtig gut. Ich hoffe, die haben die im Standardsortiment, weil dann gucke ich mal, ob es die noch in anderen Farben gibt. Die ist auf jeden Fall richtig bequem, damit kann ich mich super gut bewegen. Und mein Gürtel ist von Gina Tricot, meine Tasche ist von H&M und Schuhe sind von New Balance. Und das ist mein ganzes Outfit. Tada! Da vorne sind meine zwei Freundinnen. Habe ich gleich entdeckt. Von da hinten schon. Hallo. Hallo. Ich habe Hunger, habe Durst. Wir wollen Döner. Jetzt erstmal Döner essen. Ja. Was habt ihr euch bestellt? Dönertasche mit Curry. Und ich habe mir eine Falafelrolle bestellt, wie immer. Jetzt wird reingehauen. Unsere Lieblingsbeschäftigung. Wir haben jetzt eine Challenge erfunden. Anstatt die Cinnamon Challenge, die Chili Challenge. Also einen Löffel davon essen. Was bei dir? Auf jeden Fall werde ich das jetzt machen. Oh, lecker. Tee. Dankeschön. Das erinnert mich gleich an Istanbul hier. Mhm. Meine Freundin macht wieder 18. Sie macht so immer so. Ja, warte, wie viele Löffel Zucker hast du noch? Sie hat mal so 12. Wie viel Zucker hast du noch mal in den Kaffee? Ja, so 12 Zuckerwürfel oder so hast du in deinen Kaffee gemacht. Und der Becher war so klein. Das waren nur 5. Okay. Was? Das waren mehr. So, wir waren gerade essen und wir sind alle fett. Ja, wir sind alle fett und voll. Und vor allem geht's auch gut, ja, ne? Wir können noch mehr essen. Ja, wie ihr das Wetter seht. Aber es ist so ein bisschen weltuntergangsmäßig und guck mal, was ich anhabe. Sommer? Ja, irgendwie, als ich losgegangen bin, war es so mega heiß und ich hatte davor ja diese lange Hose an, habe ich euch ja gezeigt. Und keine Ahnung, ich bin da drin fast gestorben. Auf jeden Fall habe ich da eine kurze Hose angezogen, dann saßen wir so am See und ich so, ist ja doch nicht so warm. So, ich musste gerade auf meine beiden hier ein bisschen babysitten, aufpassen. Und jetzt meinten die, dass ich noch was vergessen habe, weil an Ostern war ich auch hier und habe Ostersachen gesucht. Und da ist noch der hier übrig geblieben für mich. Yeah! Und jetzt habe ich noch ein
Lind Goldhasen. Man sieht deinen Kopf gar nicht richtig. Willst du mich mal filmen? Ja. Von unten, wie wunderschön. Hast du schon deinen Abonnenten die Mauersegler gezeigt? Was für ein Mauersegler? Rainer möchte, dass ich euch einen Mauersegler zeige. Wo sind die denn? Ja, du musst da gucken. Die fliegen wie so... Wo denn? Seht ihr Mauersegler? Ich nicht. Ich glaube, mein Hase braucht die Ohren nicht mehr. Wie sie hier liegt. Wie so ein Toastbrot. Schwanger? Nicht schwanger. Schwanger? Nicht schwanger. Schwanger? Und doch nicht schwanger. Pizza Party Friday Night. Yummy. Wir sind gerade auf dem Weg zu Edeka, sehr leise. Und wir wollten euch den Himmel mal zeigen, weil der so schön aussieht. Das lecker. Haben wir uns geholt. Ben & Jerry's, das war nämlich reduziert auf 4 Euro. Lina und ich gönnen uns das gleich. Richtiges erstmal. Schnäppchen. Ja, und das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Auf jeden Fall, das ist so diese Schokokugel. Die Hallorenkugel im Moment. Ja. Die ist von der, von denen, von das, aus. Von das, von dem, von dem. Von dem das. Ja, davon ist Alida ganz begeistert, also die Frau hinter der Kamera. Sehr lecker. Und ich mache jetzt einen Live-Test. Lecker, ne? Sag ich doch. Ja, wirklich lecker. Ich weiß Bescheid. Das ist wie so Kuchenteig. Ja. Ja. Aber ich mag Mozart. Müssen wir ausprobieren. Welche Sorte ist das? Das ist die Sorte. Aber Mozart Sahne, Kakao sind die besten. Super. Guten Morgen. Kennt ihr das, wenn ihr morgens am Wochenende irgendwie aufwacht, aber dann irgendwie noch so 10 Stunden im Bett liegen bleibt, bevor ihr aufsteht? Das ist bei mir immer so. Ich muss es leider lernen. Also ich habe ja noch meine mündliche Prüfung, meine schriftlichen Abiturprüfungen habe ich ja alle hinter mir. Und ich glaube, wenn die mündliche auch vorbei ist, dann bin ich einfach so erleichtert. Ich weiß nicht, ich habe am meisten Angst mit vor der mündlichen Prüfung, weil du musst halt direkt dann antworten und kannst nicht so lange überlegen wie bei einer schriftlichen Prüfung, und wenn ich dann aufgeregt bin, dann stotter ich bestimmt total, aber egal, das wird alles schon. Und jetzt, ich habe ja Spanisch mündlich und jetzt fasse ich nochmal alles zusammen. Ein kleiner Snack zwischendurch, ein bisschen Paprika und Karotte, und dann dippe ich das hier so rein, das ist Hummus. Aus dem Bioladen, kann ich echt empfehlen, der schmeckt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Heute ist irgendwie voll der Sonntag, obwohl Samstag ist, aber ich bin voll in, keine Ahnung, Chill-Stimmung. Kann mich zu nichts motivieren. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt wieder mein Bett gechillt und werde jetzt einen Film gucken. Also entweder Fluch der Karibik, Volver, den habe ich übrigens mal von meinem damaligen Spanischlehrer geschenkt bekommen, weil er so begeistert von mir war. Ja, das war ein bisschen witzig. Und ja, weil der halt auch Spanisch ist, und dann dachte ich, kann ich vielleicht mein Hörverstehen noch so ein bisschen improvisieren. Verbessern. Und dann habe ich hier noch Der seltsame Fall des Benjamin Button. Ich weiß gar nicht, ob man den auch auf Spanisch gucken kann. Muss ich nochmal schauen. Aber wahrscheinlich seht ihr, dass ich gerade eine Brille auf habe. Die ist nämlich relativ neu. Und ich mag sie eigentlich richtig gerne, aber ich habe halt so ein Problem damit. Also ich sehe damit zwar viel schärfer, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Brillengläser so groß sind. Aber hier den Rändern, wenn ich unten lang gucke oder oben oder an der Seite und dann so mache zum Beispiel, dann verformt sich das alles total. Und dadurch kann ich mich dann nicht so schnell bewegen, ohne dass mir schwindelig wird. Weil mir das Ganze, wenn ich mich dann einmal so schnell bewege, dann verformt sich dieses ganze Zimmer und muss dann erstmal wieder zum Stillstand kommen. Und keine Ahnung, mir wird dadurch total schwindelig. Und ich weiß nicht, ich kann die irgendwie nicht tragen. Ich habe jetzt versucht, mich daran zu gewöhnen. Und vielleicht habt ihr irgendwie einen Tipp. Oh, das ist ja nämlich voll an die 8. Klasse, glaube ich. Da haben wir den nämlich im Unterricht geguckt. Voll cool. Ich habe mir gerade eine Maske aufgetragen, wie man unschwer erkennen kann. Falls ihr euch interessiert, das ist, die ist echt gut. Das ist die, ich weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall ist es diese, so eine Mint-Maske aus der Tube. Die gibt es auch bei Miyakosa. Also ich habe sie mir da selbst bestellt. Und ich bin gerade dabei, meine Nägel zu lackieren. Das ist die Farbe. Ich habe mir gerade eine Schicht lackiert. Und zwar wollte ich euch kurz erzählen, wie das ist, wenn ich Produkte für Miyakosa teste. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bekomme die Produkte und ich teste die dann erstmal eine Weile, und wenn ich wirklich so lang genug getestet habe und sagen kann, ob es mir gefällt oder nicht, dann sage ich Miyakosa Bescheid und sage, okay, das Produkt gefällt mir und ich möchte es gerne vorstellen. Ich hatte zum Beispiel schon x Produkte, die ich dann doch nicht vorgestellt habe. Da vorne stehen auch noch ein paar. Das sind Nagellacke, die mir doch nicht so gut gefallen haben. Dann hatte ich noch Nagellacke von OPI, die mir nicht so gut gefallen haben. Die habe ich auch nicht vorgestellt. Und da vorne liegen auch noch 2 Pinselsets, die haben mir auch nicht so gut gefallen. Sage ich schon von Anfang an, seitdem ich Videos mache, dass ich einfach immer ehrlich zu euch bin und einfach immer Produkte vorstelle, die ich auch wirklich mag. Weil, ich meine, das ist ja so einfach so dieses YouTube-Ding. Finde ich einfach so cool, weil man da auf so einer ehrlichen Basis mit den Zuschauern interagieren kann. Oh, cooles Wort. Dass es halt einfach so dieses ist, dass ich
auch nur das Mädchen von nebenan bin und euch Tipps geben kann und sagen kann, hey, das Produkt habe ich entdeckt, das ist echt cool, probiert es doch mal aus, vielleicht gefällt es euch, vielleicht auch nicht. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch das nur mal kurz gesagt haben und falls euch interessiert, welche Nagellacke das sind diese hier von Models Own, die Hyper Gel Nagellacke. Also das sind sozusagen so Gel-Nagellacke halt nur als normale Nagellackform und ich muss sagen, bis jetzt finde ich die echt cool. Ich habe besonders diesen hier lieben gelernt, weil ihr wisst, ich liebe, also weißer Nagellack ist somit mein Lieblingsnagellack und der deckt halt richtig gut. Achso, und hier steht noch einer, den hat mir eine Zuschauerin zugeschickt, das ist der Mint for Life von Maybelline. Also nochmal danke an Luisa, ich liebe diesen Nagellack, der ist so süß, so schön und das fand ich so süß, als das Päckchen bei mir angekommen ist. Und ja, falls euch die Nagellacke interessieren, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, aber vielleicht habe ich sie auch schon bis zu diesem Zeitpunkt vorgestellt. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag, ist schon 12 Uhr. Ich gehe jetzt raus in den Garten und chill ein bisschen, habe gerade ein bisschen Spanisch gemacht. Und heute wird nicht so ein Sonntag wie gestern, also gestern war ja Samstag. Aber ich glaube, jeder von euch kennt diese Tage, wo man einfach nur so, keine Ahnung, sich zu nichts motivieren kann, wo es einem auch nicht so ganz so gut geht. Und ich meine, ich möchte euch ja auch nichts vormachen, also gestern war einfach so ein, eher so ein blöder Tag. Aber ja, jetzt gehe ich in den Garten, weil das Wetter ist schön und nachher gehe ich noch zu einer Freundin, wir backen Kuchen und dann geht's auch noch zur Europawahl. Wählen. Seid ihr eigentlich wählen gegangen zur Europawahl? Und ist es ab 18 oder ab 16? Weil ich dachte immer ab 18, aber irgendwie haben mir manche geschrieben, dass es ab 16 ist. Und es ist irgendwie total warm. Ich habe eine lange Hose an, aber ich fahre jetzt eh zu einer Freundin. Ich hoffe, das ist ein bisschen kühler. Und wir backen Kuchen. Ich bin gerade bei Tatjana und wir haben einen Kuchen für ihren Papa gebacken. Das Rezept verlinke ich euch in meiner Infobox. Das ist der beste Schokokuchen der Welt. Und sie bin ich gezeigt, weil das ging nur ganz kurz. Weil heute ist halt Sonntag, ne? Da ist immer so ein bisschen gammelig. Was hat sie denn hier so für schönes Parfum? Das will ich auch schon immer haben, aber ich bin irgendwie immer... Oh, ihr seht mich. So geizig, das haben wir jetzt zum Geburtstag geschenkt. Oh. Aber wir liegen schon die ganze Zeit hier im Bett und machen nichts. Also so. Meine Mutter ruft an. Hallo. Mädchen am Sonntag. Einfach nur hängen. Wie so eine Kartoffel. So, es ist jetzt schon 10:30. Ich war noch mit meiner Mutter essen. Dann habe ich noch ein bisschen an diesem Video geschnitten. Und jetzt bin ich gerade am Packen gewesen. Beziehungsweise, was heißt am Packen? Weil morgen geht es für mich nach Köln mit einer Freundin bis Dienstag. Und da gehen wir aufs Miley Cyrus Konzert und sind dann halt Dienstag noch ein bisschen da und ich brauche halt nicht so viel, deswegen sind jetzt hier nur so 3 T-Shirts drin, Socken, Unterwäsche ist drunter. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal schlafen, damit ich morgen fit bin und wir sehen uns dann morgen, falls ihr noch dran seid, beziehungsweise wenn ihr nicht dran mehr seid, dann seht ihr das jetzt auch gar nicht mehr. Egal, bis morgen und ich freue mich. Guten Morgen, auf geht es nach Köln. Hallo, ich bin hier mit Tatjana. Sie begleitet mich heute. Ich habe gerade Schokolade geschenkt bekommen. Voll süß. Und wir warten jetzt auf unseren Zug. Wir haben uns gerade noch was zu essen gekauft. Und das Wetter ist echt gut. Oh, ich habe also bei der Wetter-App gesehen, dass es in Köln nicht so gut werden soll. Aber wir werden mal schauen. Und wir melden uns später. Ja, ich dachte, das ist so ein Fenster da. So, wir sind gerade im Hotel angekommen. Wir sind einfach ganz normal im Motel One, wenn ihr wollt.
kann ich euch eine Hotel-Room-Tour machen. Also man kommt hier rein, dann steht da ein Tatjana. Ganz normal Bett. Klein, aber fein. Aussicht sind Häuser. Eine Wand. Oh, gar kein Feuer. Diesmal sind es Fische. Wahrscheinlich aber geiler Fernseher. Ja, sonst ist da immer Feuer, aber ich glaube, wenn es halt kälter ist. Und Badezimmer sieht so aus. Eine ganz schöne Dusche eigentlich. Oh, viele Spiegel. Auch sehr gut. Oh, ich bin eingesperrt. Falls ihr euch mein Outfit interessiert, so sieht das aus. Unsere Blicke wieder. Wir machen gerade Chili Vanilli im Hotel Simi. Und freust dich aufs Miley-Konzert? Normal! Und ich kann euch mal unsere Aussicht mal zeigen. Wunderschöne Ausblick mit ja. Rathaus. Sind wir beim Rathaus? Nein, Rathaus. Achso. Wieder am Essen. Ja, immer, ne? Immer. Apfel. Apfel ist gesund. Ja. Ist gesund. Just a little. Miley-Feeling. Auf jeden Fall ist jetzt noch so eine Art Treffen mit ein paar anderen YouTubern bzw. Workshop und da nehme ich Tatjana mit und wir sind jetzt auf dem Weg dahin und ich versuche da auch so ein bisschen zu filmen. Keine Ahnung, ob ich da so viel filmen kann, aber ich bin mal gespannt, wer so alles kommt und ich freue mich aufs Konzert. Die ist ganz neu. Die ist gut. Die 120, ich hab die 100. Hat die einen Schwenk? Ja. Ist es noch die Kamera, mit der du filmst zu Hause? Nee. Nein, die hat doch die Nikon. Ich hab die 30. Nikon, ich hab 110. Da ist eine neuere Version, mit Touch sogar. Ich hab auch Touch. Okay. Ich hab Wi-Fi. Ich auch. Meine Kamera ist besser. Wir liegen so auf dem Boden. Okay.
Guten Morgen, wir sind vor einer guten Weile aufgewacht, haben schon gefrühstückt. Auf jeden Fall ist gestern mein Kamera-Akku alle gegangen, deswegen wollte ich euch noch ein bisschen was über das Konzert erzählen. Also ich fand, es war auf jeden Fall ein richtig cooler Abend, hat viel Spaß gemacht, auch mit den anderen. Und Miley war, also sie war halt genauso, wie man sie sich vorgestellt hat, so manchmal ein bisschen freizügig und so, aber ich fand die Musik war auf jeden Fall ja, aber ich fand die Musik war auf jeden Fall richtig cool und ich finde es auch gut, dass sie sich von niemandem was einreden lässt und einfach ihr Ding macht, auch wenn es halt viel nicht passt, aber ja. Achso, sie hat ja noch Party in the USA zum Schluss gesungen, das war echt cool, weil da sind alle so richtig abgegangen, yeah, und das war ziemlich cool und ja, aber mein Handy, mein Kameraakku war alle, deswegen konnte ich auch immer nur so kleine Schnipsel aufnehmen. Auf jeden Fall wollen wir heute noch ein bisschen shoppen gehen. Ich habe mich gerade geschminkt und wir wollen mal zu Bershka, weil das gibt es ja in Hannover nicht und deswegen sind wir auf der Suche nach Bershka und dann wollen wir noch ins Fappiano essen gehen. Essen! Essen! You love me! Liegt genauso wie gestern da. I love you more. When you say you need me, no, I need you more. Ich bin so dumm, ne? Ich wollte gerade so auf den Bett springen, dann. Ich steck so im Bett fest. Das ist... Sie denkt so Hannah Montana. At the level that fat. Oh. Fahren wir noch mal ins Loch. Best of all worlds. It's loud. They rock out the show. Wenn man in Köln ist, muss man natürlich als YouTuber auch einmal den Kölner Dom aufnehmen. Und den seht ihr hier. Und es regnet total leider. So, ich bin gerade im Köln Hauptbahnhof und habe noch drei ganz liebe Zuschauerinnen getroffen. Und ich freue mich sehr. Ich war gestern habe ich ja gar nicht mehr so viel gefilmt, weil es einfach irgendwie voll stressig war. Wir waren so müde einfach nur, wir haben die ganze Zeit nur so im Zug gelegen. Und achso, ich habe am Hauptbahnhof dann noch eine ganz liebe Zuschauerin getroffen, die ist extra eine halbe Stunde da vorher, bevor ich angekommen bin, zum Hauptbahnhof gekommen und hat auf mich gewartet. Also lieber ein Grüße an dich nochmal. Ich glaube, der Name war Mara Jane.
Und ja, ich hoffe, du hast deine Erdkundearbeit gut überstanden. Du schreibst nämlich gerade heute, ich denke an dich. Und ansonsten, heute, was ich mache, also ich habe gerade gefrühstückt, mich fertig gemacht und ich gehe jetzt in die Schule, weil ich einen Termin mit meiner Tutorin bzw. Spanischlehrerin ausgemacht habe, dass sie mit mir nochmal eine mündliche Prüfung übt, weil ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Vorbereitung. Und ja, ich habe dann morgen in einer Woche meine mündliche Prüfung und ich bin super aufgeregt, aber danach bin ich einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Und ansonsten werde ich heute eigentlich, glaube ich, nur noch lernen. Ich werde noch zwei Pakete abholen, die mir zugeschickt wurden und Sachen zurückgeben in der Stadt. Und ansonsten schaue ich einfach mal. So, ich komme gerade nach Hause, voll anstrengend. Ich bin einfach nur so müde gerade, weil es regnet die ganze Zeit. Das heißt, ich hätte auch gar nicht irgendwie filmen können, weil es irgendwie ein bisschen zu riskant ist mit meiner Kamera. Dann habe ich halt diese mündliche Prüfung nochmal mit meiner Lehrerin geübt. Das war ganz gut eigentlich. Dann war ich noch in der Stadt, habe Sachen bei New Yorker zurückgegeben. Dann war ich bei Mango und habe Schuhe gesehen, die ich dann kaufen musste. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, sonst gibt es nie meine Größe in so Klamottenläden. Wenn ich da Schuhe sehe, die mir gefallen, dann, ich habe ja Größe 39 und es gibt dann einfach nie Größe 39 und dann war das irgendwie wie so ein Zeichen, weil es nur noch einmal Größe 39 gab und dann dachte ich so, ja, die musst du nehmen. Ich mache, glaube ich, nochmal einen Haul, also falls ihr einen Haul wollt, dann lasst es mich wissen, weil in Köln habe ich auch ein bisschen was gekauft und so in der letzten Zeit generell. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann war ich noch bei der Post am Paket von meinem Papa abgeholt, das liegt hier. Können wir gleich nochmal reingucken und dann ist auf dem Weg, ich war total bepackt, ich hatte einen Regenschirm, Kopfhörer im Ohr, das Paket in der Hand, dann auch meine Tasche und die Tüte und dann ist die Tüte von Mango gerissen und dann sind die Schuhe auf den Boden gefallen und ich musste im Regen alles irgendwie aufsammeln und es war total stressig und jetzt habe ich mir einfach noch eine vegetarische Rolle geholt, habe ich noch nie ausprobiert, das ist einfach ein Fladen mit ganz viel Salat, so ein bisschen Hirse, glaube ich, Mais, Kohlsorten, Oliven, Tomate und Gurke und sonst habe ich ja immer Falafelrolle, aber ich wollte die erstmal ausprobieren und ich habe total Hunger und freue mich jetzt was zu essen. Das hat mein Papa mir zugeschickt mit so einem schönen Tuch hier. Das ist eine Handcreme, so ein Body Wash Oil und ein Body Balm. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob man das unter der Dusche oder nach der Dusche benutzt. Und das ist voll cool und ich wollte mich mal bei meinem Papa bedanken. Liebe Grüße an dich, ich habe dich sehr, sehr lieb und ich vermisse dich. So, ich habe ganz vergessen zu filmen. Auf jeden Fall habe ich gerade ein Video gedreht, das schneide ich jetzt noch und dann versuche ich noch gleich noch ein bisschen zu lernen, weil das habe ich heute noch gar nicht geschafft. Ich hoffe nämlich, dass ich das Video dann morgen hochladen kann. Das ist das FAQ, wovon ich euch am Anfang dieses Follow Me Rounds erzählt habe. Ich musste einige Sachen machen. Zum Beispiel habe ich so Schokosirup mit Senf gegessen und mir ist immer noch schlecht davon. Egal, schaut es euch auf jeden Fall an. Das ist ganz interessant geworden, glaube ich. Und jo, ich schneide jetzt nochmal ein bisschen. Ich backe spontan. Und zwar ist es auch der Schokokuchen, den ich zusammen mit Tatjana für ihren Papa gemacht habe. Und ich mache den morgen für den Vatertag. Und eigentlich hatte ich nicht geplant, Kuchen zu machen. Aber ich habe mich jetzt ganz spontan dazu entschlossen, weil ich auch Lust hatte. Und es sieht gerade nicht so lecker aus, aber der ist so einfach. Also wie gesagt, der steht in der Infobox. Eigentlich braucht man dafür gemahlene Mandeln, die hatte ich leider nicht. Deswegen habe ich Mehl genommen, aber mein Gott, wird schon schmecken, hoffe ich. Oh, ich sage euch, das riecht so lecker. Yummy, ich werde das selbst essen. Liebt ihr Teig auch so sehr? Ich finde Teig immer noch besser als das, was letztendlich gebacken dabei rauskommt irgendwie. Oh, ich habe gerade gesehen, dass Mama diese leckeren Schätze noch mitgebracht hat. Als kleiner Mitternachtssnack neben diesem riesen Obstbecher, den ich gerade hatte, macht sich das doch sicher ganz gut. Ich glaube, ich packe ein paar ins Gefrierfach. Voll lecker. Wieso halte ich die so komisch in die Kamera? Egal. Mäh. Ratet, was ich eine halbe Stunde zu spät aus dem Ofen geholt habe. Richtig, den Kuchen. Er liegt nicht auf dem Tisch direkt, sondern da ist noch so ein Untersetzer drunter. Fast eine halbe Stunde zu spät rausgeholt, aber er riecht immer noch gut und er ist auch nicht verbrannt oder so, aber es war einfach so typisch Shanti. Ich wusste es, es musste passieren. Ich habe noch so gedacht, ey, aber dann geh jetzt in 2 Minuten zum Kuchen und hol ihn raus und dann kam Twitter und hat mich abgelenkt. Dankeschön. Ich bin gerade am Lernen. Es ist auch noch relativ früh. Ich muss auch gleich noch duschen, weil meine Mutter war gerade im Bad. Und Mathilda schreibt mir gerade mit Rainers Handy so WhatsApp-Nachrichten und die schickt immer so süße Sprachnachrichten, also wirklich die allersüßesten Sprachnachrichten schickt Mathilda.
Und sie sagt dann immer so, ja, Shanti, ich vermisse dich so und du bist die Beste. Und wenn ich jetzt eine Süße finde, dann zeige ich dir euch mal. Shanti, ich vermisse dich sehr. So, hier ist dann noch eine. Du bist lange, glaube ich, nicht mehr als essen gegangen. Der hat ziemlich gefragt, ob wir zusammen Eis essen wollen. So, und die Sprachnachricht hatte mir Mathilda geschickt, als ich lernen musste. Richtig süß. Hallo Shanti, du hast scheinlich nicht so viel Spaß mit dem Lernen, aber ich bin dir sehr glücklich mit dem Lernen. Tschüss. Süß. Mein Nagellack, den ich euch vor ein paar Tagen, oh Gott, meine Nägel sind so schlimm, was den ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe, der hält übrigens richtig gut. Also der hat jetzt schon die ganzen letzten Tage richtig gut gehalten, ist noch fast nichts abgesplittert und nicht auf meine Nägel, die sind voll trocken. Aber ich wollte heute wahrscheinlich mal das hier ausprobieren, das haben wir auf dem Workshop in Köln bekommen. Das ist so, ich weiß, ich kannte die Marke vorher gar nicht, aber das war ganz cool, die haben uns das da auch vorgeführt und da ist das alles drin. Also das ist irgendwie so ein Shellac. Nur, dass man dafür nicht dieses, also ich habe noch nie Shellac gemacht, deswegen habe ich eigentlich gar keinen Plan, aber dafür braucht man irgendwie nicht dieses UV-Licht, glaube ich, sondern kann das wie einen ganz normalen Nagellack auftragen und der Topcoat, der macht es halt, dass das Ganze immer härter wird und dann halt nicht absplittert und ich bin schon ziemlich gespannt und werde das, glaube ich, nachher mal ausprobieren. Ich wollte Rina eigentlich gerade seinen Kuchen vorbeibringen, aber er war nicht da, also habe ich ihn da hingestellt und schicke ihm jetzt noch eine Sprachnachricht, weil ich jetzt nicht mehr geschafft habe, noch einen Zettel zu schreiben, weil ich mich voll beeilen muss, weil ich jetzt noch mit Freunden verabredet bin. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war ja die ganze Zeit mit Freunden unterwegs und mein Kameraakku war wieder leer, deswegen konnte ich nicht filmen, aber wir haben eh nur gechillt. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch die neuen Kommentare zu meinem FAQ lesen, dann vielleicht noch ein bisschen was für Spanisch machen und dieses Video hier schneiden, weil ich würde sagen, ich beende das jetzt mal und schneide das jetzt, damit ihr das möglichst bald sehen könnt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Kuchen hat Rainer übrigens sehr gut geschmeckt, also er war doch nicht verbrannt oder so, zum Glück. Und ansonsten würde ich mich sehr über Feedback freuen, vielleicht über einen Daumen hoch, falls sich die Mühe eurer Meinung nach gelohnt hat, weil das ist echt immer viel Arbeit, so 7 Tage lang dann zusammen zu schnippeln und so zu gestalten, dass es hoffentlich nicht allzu langweilig wird. Ja, würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und Kameraumarmung! Yeah!